Ja, ihr, na, und ihr headshottet mich dann auch noch weg. Irgendwann musste es passieren, dass das Spiel wieder seine Regeln bricht. Es übersteht sonst nicht. Es lebt davon. Das ist so ein bisschen der. Also, es gibt ja Spiele, die haben. Jedes Spiel braucht ja so seine Besonderheit. Und bei Far Cry, beim ersten Teil, ist es halt so, dass im Realistic Mode sich einfach hier sowas, zum Beispiel eine Säule oder ein Baum, in den Soldaten verwandelt. Das macht quasi das Spiel schwieriger, weil es sonst an manchen Stellen eventuell zu einfach wäre. Ich denke, das haben die Entwickler einfach befürchtet. Und deswegen haben sie das so gemacht. Okay. Ich hoffe, es ist jedem klar, dass das, was ich hier sage, natürlich pure Wut ist. Aber ich denke, man kann meine Wut an manchen Stellen verstehen. Ich denke, man kann sie verstehen. Realistic Mode hin oder her leckt mich mit solchen Aktionen massiv am Arsch. Und zwar direkt an der Kimmel. Meine Nase, Alter. Es ist eigentlich eine schöne Strategie. Es ist eigentlich eine schöne und einfache Strategie. Leg dich in den Busch, leg dich hin mit der Waffe und lass sie kommen. Lass sie kommen. Und wenn dann nicht gerade einer bleibt meistens stehen. Einer lässt sich nicht locken und sagt so, ja, kannst mich gern haben. Und dann verwandelt sich einer von den Bäumen im Dschungel meistens in den Soldaten. Und der sorgt halt dann meistens dafür, dass für dich das Spiel erstmal vorbei ist. Versuch ihn jetzt zum Laufen. Ihr werdet sehen, das wird schief gehen, weil die einen irgendwann hören. Du kannst schleichen, du kannst kriechen, du kannst machen, was du willst, aber sie nehmen dich irgendwann wahr. Alles ganz nett, Freunde. Ist alles ganz nett. Hilft uns aber ein Scheißdreck. Wir brauchen Rüstung. Wir brauchen Rüstung. Ohne Rüstung sind wir hier tot.
Und ich sage euch was, der eine rote Punkt da hinten macht mir Sorgen. Ich glaube, der hat richtig die Hosen voll. Ich glaube, okay, wisst ihr was? Ich zeige, dass ich ein großes Herz habe. Odin der Großherzige ist quasi mein Beiname. Ich lass ihn ziehen. Komm. Was ist das hier für ein Laden, Mann? Gib mir einen verkackten Speicherpunkt oder ich schmeiß dich gegen die Wand. Das ist sozusagen eine Aufforderung. Es ist im Prinzip eine Aufforderung, die dir sagt, Junge, du wirst ab jetzt wieder die Shotgun gebrauchen. Und wisst ihr was? Ich gehe der Aufforderung nach. Wir sehen den roten Punkt immer noch auf der Map. Ganz unten, warte. Wahnsinn. Also wenn es eine CD hätte, würde ich sie rausnehmen und zerbrechen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, jetzt sage ich es das zweite Mal. Ich glaube, wenn es eine CD wäre, würde ich sie rausnehmen und zerbrechen, ja. Jetzt hat das Spiel eine Grenze überschritten. You see something? Get him! Und jetzt setzt noch einen drauf. Also jetzt wird's erbärmlich. Jetzt gehen wir in den erbärmlichen Bereich. Das meinte ich vorher mit, dann verwandeln sich irgendwelche Gegenstände in den Soldaten. Wir haben alles abgesucht, wir waren überall. Der eine, der weggerannt ist, war eben weit weg. Er war nicht mal mehr ansatzweise in der Nähe. Und, Es könnte sein, dass das das erste Spiel ist, dem ich eine schlechte Bewertung gebe. Ich schreibe ja zu jedem Spiel, das ich abschließe, eine Rezension. Es könnte sein, dass das das erste Spiel ist, das ich nicht empfehle, weil einfach zu viel schief läuft. Es besteht tatsächlich die Möglichkeit, und die ist nicht mal so gering, wie man vielleicht meinen möchte. Also die Möglichkeit ist mittlerweile sehr, sehr groß da. Es ist nicht der Schwierigkeitsgrad, es ist nicht irgendwas, aber dieses Spiel, irgendwann hört's auf. Irgendwann hört's mit meiner... Ich will Spaß haben. Ich will Spaß bei dem Spiel haben und ich will belohnt dafür werden, wenn ich gewisse Schwierigkeitsgrade überstehe. Und ich möchte dann nicht, dass sich das Spiel irgendeinen neuen Gegner ausdenkt, der irgendwo herkommt, nachdem du das ganze Gebiet abgeforstet hast, taucht der noch auf und verscheißt dir alles, was du gemacht hast.
Das lasse ich einfach nicht mit mir machen und da ist mir die Zeit zu schade dafür. Und deswegen, ja, mal schauen, was ich ihm für eine Bewertung am Ende gebe. Es kann jetzt noch durch die Geschichte einiges rausreißen, Gameplay-technisch. Wie gesagt, einer hat ja gemeint, das beste Far Cry ist das erste. Hat ein Kumpel von mir unter den Kommentaren geschrieben, so wie ich ihn einschätze und so wie ich ihn kenne, war das reiner Trotz. Aber niemand wird dieses Spiel als das beste Far Cry hinstellen. Nicht nachdem er es durchgespielt hat. Nicht nachdem er es versucht hat, auf Realistic durchzuspielen, wird er es nicht mehr machen. Dafür ist sich das Spiel selbst zu untreu. Nee. Nicht möglich. Also ich lasse mich nicht in die Knie zwingen. Der Schutz, der hier lag, ist übrigens auch weg. Er lebt noch. Meine Geduld ist jetzt nicht mehr am Ende, sie ist überstrapaziert. Ich bin einfach nur sehr, sehr dankbar. Und das hatte ich komischerweise jetzt schon oft, wenn ihr euch erinnern könnt. Ich bin einfach dankbar, wenn die Aufnahme vorbei ist. Ich bin einfach dankbar. Ich weiß noch, das letzte Mal, wo das war Siedler 1. Und in Siedler 1 habe ich eigentlich alle 5 Level geschafft, die ich gespielt habe. 30 gibt's ja. Aber es war so viel Frust dabei, dass ich Siedler 1 irgendwann abgebrochen habe und gesagt habe, gut, wir haben 5 Level gemacht, wir haben sie geschafft. 60 Folgen, gutes. Ich ziehe Projekte über Monate, wenn nicht sogar längere Zeiträume hinweg durch. Daran liegt's nicht. Wenn ich das Gefühl hätte, das Spiel hätte kein Ende, hätte ich es längst abgebrochen. Längst. Da ich weiß, dass es ein Ende hat, ziehe ich es durch. Aber normalerweise hätte ich so ein Spiel längst in die Tonne gedreht und gesagt, weißt was, kannst mich gerne haben. Weil, wie gesagt, dafür ist mir meine Zeit zu schade und eure, denke ich, auch. Aber wir ziehen es durch. Ich hoffe, ihr bleibt an meiner Seite. Ich hoffe, ihr könnt meinen Frust so ein bisschen, leidet so ein bisschen vielleicht sogar mit. Vielleicht leidet ihr sogar ein bisschen mit. Würde mich natürlich freuen, weil dann ist man halt nicht ganz so alleine. Dann ist man nicht ganz so alleine, Freunde. Ich hau jetzt mal ein paar Facts raus, damit sie so langweilig wird. Im Prinzip haben wir die Map schon 20 Mal abgeschlossen. Haben sie auch schon voll im Griff. Prinzipiell ist das Thema hier schon längst durch.
Das Spiel hält sich wirklich durch paranormalen Scheißdreck. Hält es mir die Stange. Durch paranormal großen Scheißdreck. Sowas zum Beispiel. Setting the charges. Gib mir doch jetzt den scheiß Speicherpunkt, oder? I'm going into the temple. The PDA is located near you. I can't pinpoint its exact location, but it should be close. Wir können nicht mehr raus, das ist eine unsichtbare Wand. Wunderbar, wir sind geschützt. Leck mich am Arsch. So. Fünf Minuten noch. Können nicht mehr viel machen. Ich will jetzt bloß die Map noch erkunden. Was dem Spiel geholfen hätte, hätte ein paar sammelbare Gegenstände hätte man einführen können. War das ein Trident? Also man hätte hier so ein paar Dinge einfügen können, die man wie bei Tomb Raider zum Beispiel. Okay, hinter uns auch einer. Ja, jetzt wird's ja nochmal richtig witzig. Jetzt wird's nochmal richtig witzig. Ich will jetzt bloß nicht zu früh aufhören. Einer. Zwei. Einen höre ich noch. Okay, jetzt hat das Spiel gehangen. Oh mein... Habe ich jetzt ausgerissen? Nee. Oh mein Gott, zwischen all dem Scheißdreck und all dem Müll... Hängt sich jetzt auch noch kurz mein Spiel auf. Ach, geil. Es kommt alles zusammen, Freunde. Es kommt wirklich alles zusammen. Es ist an Kotzreiz nicht mehr zu übertreffen. Ich könnte 3 Flaschen Tequila am Stück saufen und würde nicht so kotzen müssen wie jetzt gerade. Geil. Einfach geil. Ich bin amazed. Absolut amazed. Hör mal auf, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr, Freunde. Ich hab keine Lust mehr. Also, ne, wer sich das antun will, kann es gerne machen. Momentan empfehle ich es niemandem, bis wir fertig sind, bis wir die Geschichte nicht durchgespielt haben. Mir steht's bis hier. Ich werde jetzt irgendwas tun, was mich entspannt. Irgendwas Schönes, irgendwas Geiles, keine Ahnung. Irgendwas, was schöner ist als das. Wahrscheinlich werde ich irgendwie mein Schienbein mit einem Brotmesser bearbeiten oder so. Ich schau mal, was mir so einfällt. Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Es geht weiter. Ich lasse mich nicht in die Knie zwingen. Das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt. Werde ich nicht machen lassen. Ich...
jetzt hätte ich fast mehr als jugendfreie Dinge gesagt. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Witzig, witzig, dass am Ende Far Cry 3 auf jeden Fall unter die Top 3 meiner Lieblingsspiele, und ich kenne viele Spiele, kommt und das wahrscheinlich Richtung letzter Platz geht. Naja gut, auf jeden Fall genug geraged. Viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich aufs nächste Mal. Ne, ich freue mich nicht aufs Aufnehmen, aber ich freue mich auf euch das nächste Mal. Und ja, bleibt mir gesund, haut rein. Euer Uni Let's Play. Ciao, ciao.